Der Regen will einfach kein Ende nehmen, liebe Zuschauer. Und damit willkommen hier in Anfield in Liverpool. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Liverpool gegen RSC Anderlecht. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Mohamed Salah ist einer dieser Spieler, die immer wieder überragende Leistungen abrufen können. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. Und sie starten nicht so offensiv. Vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Und mit diesem Personal geht Anderlecht heute ins Spiel. Und auf der Gegenseite ein ähnliches Bild, 4-3-3, 3 Stürmer also vorne drin. Ja, das stimmt, 2 Außenstürmer, ein klassischer Mittelstürmer, also es geht offensiv zur Sache. Liverpool mit dem Anstoß, Durchgang 1, los geht's. Salah verliert den Ball. Ja, könnte was werden. Da können sie jetzt flanken. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Keine einfache Nummer für den Assistenten, aber ich glaube, das hat er richtig gesehen. Mohamed Salah. Nun Firmino. Das könnte gefährlich werden. Also das würde so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Wie viel Pech hat er da eigentlich? So wollte er das sicher nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eigentore sind immer ein bisschen kurios, dieses hier auch. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Van Dijk. Mohamed Salah. Jetzt Firmino. Jorginho Wijnaldum. Den Zweikampf führt er sehr gut. Jetzt der Ballverlust. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jetzt schießt er. Tor! Drin.
Buschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es da nichts zu halten gibt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ballverlust Liverpool. Mané. Georg, gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er trifft den Pfosten. Der Block hier von Kompany. Andi Nachar. Einwurf Liverpool. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Liverpool mit dem Ballverlust. Da stehen sie unter Druck. Roberto Firmino, Jorginho, Fabinho! Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich, finde ich auch. Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn Sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Zwei-eins. Hier ist noch alles drin. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sadio Mane. Da kommt die Flanke. Und die Balleroberung. Wichtig. Oxlade-Chamberlain. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Roberto Firmino! Das war knapp. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht! Und das Zittern geht weiter. Wijnaldum, Mohamed Salah. Roberto Firmino. Das könnte was werden. Mané. Mané! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Auf Außen ist Platz. Ballverlust Liverpool. Ah, das sieht gut aus. Und die Flanke. Schießt er ihn rein. Sehr gut aufgepasst von Joel Martin. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Ecke kommt rein. Nein, schwacher Ball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Kann er was draus machen?
Na, jetzt müssen sie aufpassen. Wijnaldum. Da wäre Platz für den Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konter. Guter Pass. Gut in den Lauf gespielt. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Fabinho. Fabinho. Jorginho Wijnaldum. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Oxlade-Chamberlain. Gutes Tackling. Chance zum Konter jetzt. Peter Gerkens. Da passt er auf und hat den Ball. Es gibt Einwurf. Trebel. Sie verlieren den Ball. Wird das eine Torchance? Da geht die Fahne hoch. Also, das will ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht, sonst hätte er hier das Tor machen können. Trent Alexander-Arnold. Jetzt Firmino. Mohamed Salah. Da trennt er ihn fair vom Ball. Peter Gerkens. Der Ballverlust. Firmino. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Sein Tor im ersten Durchgang reicht ihnen bisher nicht, liegt aber nicht an seiner Leistung. Da muss von den Mitspielern mehr kommen. Der zweite Spielabschnitt kann beginnen, hier in Anfield. Gute Aktion. Jetzt der Schuss. Alisson hält, bald ist noch im Spiel. Da müssen sie aufpassen jetzt. Mané. Oxlade-Chamberlain. Ballverlust Liverpool. Und da ist der Ball wieder weg. Jorginho Wijnaldum. Klasse Druck gemacht. Weg ist der Ball. Mané. Jetzt Firmino. Wijnaldum. Roberto Firmino. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Und weiterspielen hat er Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Flanke landet beim Gegner. Mané. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Da ist Platz. Weg ist der Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und jetzt ein Schuss. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. So, Buschi, bei Liverpool sehen wir einen Spielerwechsel. So ist es. Alex Oxlade-Chamberlain verlässt den Platz und James Milner kommt für ihn rein. Ein Mann, der für seine herausragenden Pässe bekannt ist.
Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Trebe. Peter Gerkens. Und die Flanke. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jorginho. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Milner. Die Liverpool-Fans voller Zuversicht. Jetzt schießt er. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Kiesetiller. Peter Gerkens. Ja, könnte was werden. Da kommt die Hereingabe. Und das hätte der Ausgleich sein können. Aber so sind sie weiterhin in Führung. Liverpool tut sich in diesem Spiel schwer, was die Ballbesitzquote angeht. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt die Flanke. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke kommt rein. Das war eine richtig gute Chance. Ja, eine klasse Ecke und dann wird es eben auch gleich gefährlich. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Alexis Zelemekas. Kiesetiller. Sieht gefährlich aus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ballverlust Liverpool. Und jetzt ein Schuss. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Das könnte was werden jetzt. Macht er gut. Ist es das jetzt? So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Mag sein, dass sie auf dem Papier unterlegen sind, aber im Spiel gleichen sie aus durch diesen Treffer. Klasse, wie sie sich hier präsentieren. Die Partie ist offen. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Das sieht vielversprechend aus. Flanke für Salah. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Und das ist der Ballverlust. Kompany passt hier auf. Mohamed Salah. Da muss er hin und holt sich den Ball. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt Firmino. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Klasse Pass. Naby Keita. Da ist er klasse rangekommen. Ist ja eine Wahnsinn zur Stelle. Ist er gut hingeechtet. Hat genau eine gute Zeit. Den Ball zu erreichen. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben?
Er kann es überhaupt nicht fassen. Jetzt der Eckball. Da kommt er raus und hält den Ball. Trebel. 6 Minuten sind noch zu gehen. Er passt ihn auf den Flügel. Das könnte vielleicht was werden. So, Platz für die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Viel zu ungefährlich. Peter Gerkens. Jetzt der Ballverlust. Er gibt Freistoß, klar. Mohamed Salah. Jetzt gibt es den Endspurt, 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Fängt diesen Ball ab. So, das war's. Der Unparteiische beendet die Partie. Wir haben einen Unentschieden. Wirklich schlechtes Wetter, dafür aber ein richtig gutes Spiel. Ja, das Wetter habe ich schon nach ein paar Minuten überhaupt nicht mehr gedacht. Dafür war das Spiel viel zu mitreißend. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger, ganz entscheidender Mann heute mit seinem Ausgleichstor natürlich, das am Ende das Remis gesichert hat. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance.